An einem Gymnasium in Eltville im Rheingau sind am Freitagmittag über 30 Menschen vermutlich durch Reizgas verletzt worden. Ein Teil von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Während des Unterrichts hatten mehrere Schüler plötzlich über Atembeschwerden geklagt. Ernsthafter verletzt wurde nach Auskunft der Schulleitung niemand. Die Feuerwehr Frankfurt hat inzwischen eine Probe des Stoffs untersucht, konnte aber nicht herausfinden, um was es sich handelt. Vermutet werden vermischte Reinigungsmittel.